Begleitet von 5 Soldaten tritt der zuständige Polizeiinspektor vor die Presse. Es hat starken Symbolcharakter. Die Soldaten vom Landeskommando der dänischen Armee sind bewaffnet. So wie die meisten ihrer Kameraden, die ab heute im Hinterland an der deutsch-dänischen Grenze eingesetzt werden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Die Soldaten sind für die Aufgaben hier extra ausgebildet. Die Polizei hat die Leitung des Einsatzes und wird genau darauf achten, dass das Militär nur im Hintergrund wirkt und nur die Aufgaben übernimmt, für die es vorgesehen ist. Das, was man an die Grenze sieht, wird sich nicht ändern. Ich glaube, dass man ab und zu einen Soldat, der bewaffnet ist, sehen kann, aber nicht sehr oft. Das glauben viele Deutsche, die im Süden Dänemarks leben, allerdings nicht. Dass es wirklich losgeht, erfährt der Vorsitzende der deutschen Minderheit in Dänemark, als er am Vormittag die Mitteilung der Polizei liest. Dass die sogenannte Heimwehr, Freiwillige und Reservisten der Armee, seit 2 Jahren bei Kontrollen an der Grenze hilft, stößt bei ihm schon übel auf. Jetzt auch aktive Soldaten. Ich finde es traurig, dass es so weit gekommen ist. Ich kann es zum Teil nachvollziehen in Kopenhagen, wo Bewachung gemacht wird. Das sieht man ja auch in anderen europäischen Ländern, dass dort Militär. Aber es ist für mich ein Zeichen, dass man einen Ausnahmezustand hat, wenn Militär eingesetzt wird. Und das haben wir in Dänemark nicht. Wir haben keinen Ausnahmezustand. Transport und Bewachung von Inhaftierten und Hilfe bei Zurückweisungen, das ist ihr offizieller Auftrag. Sie ersetzen 128 Polizisten, die bisher auch in Zivilfahrzeugen im Hinterland eingesetzt waren. Wir haben einen Auftrag von den dänischen Politikern bekommen und wir lösen jetzt den Auftrag. Und das machen wir auf professionelle Weise so. Ich habe Verständnis dafür, dass man eine intelligente Grenzkontrolle macht, nämlich mit Videoüberwachung und Scanner für die Nummerplatten, damit man weiß, wer ins Land kommt. Aber diese vielen Millionen Kronen zu investieren, um hier 3 Grenzübergänge von 15 zu überwachen, ist für mich völlig lächerlich. Denn wer rüber will, der kommt rüber. In Deutschland ist ein Einsatz der Bundeswehr im Innern unter anderem nur in Unglücksfällen oder während eines Notstands möglich. In Dänemark hat es das Parlament so beschlossen. Viele fühlen sich so sicherer. Doch es gibt auch Menschen hier, die befürchten, dass dies nicht der letzte Schritt ist. Erst im Mai hatte die dänische Volkspartei vorgeschlagen, zwischen Deutschland und Dänemark einen Grenzzaun nach ungarischem Vorbild zu errichten.